Ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Infovideo hier auf dem PC zusammen mit mir. Ich bin der Dennis Spieter. Seit gestern ist es amtlich, beziehungsweise eigentlich schon seit vorgestern, Chain Sim World 5 wird Einzug halten und zwar ab dem 17.09.2024, also gar nicht mehr so lange. Und ich habe mir gedacht, wir werden es heute mal, weil es ja auch schon bei anderen YouTubern so ist, die Roadmap dazu anschauen. Und zwar den ersten Teil. Ihr seht das hier, Part 1. Und wenn wir uns da mal anschauen, was uns da alles so erwartet in dem neuen Teil, an DLC, an Strecken, an Fahrzeugen und so weiter und so fort. Hier steht Too Long Didn't Read Summary. Ja, wir schauen uns doch einfach mal an, was uns so erwarten wird. Fangen wir mal vorne an. Also erscheinen wird das Spiel am 17. September 2024. Ihr seht es hier. Für die UK-Strecken, beziehungsweise für die englischen Strecken oder für die Freunde der englischen Strecken und so weiter, wird es die West Coast Mainline geben. Und zwar London, Euston, Milton Keynes. Dazu wird es die Avanti Class 390 Pendolino geben. Für alle die sich da drauf freuen, vielleicht ganz eine feine Sache, also die sich alle so auf die englischen Fahrzeuge und auf die englischen Strecken freuen. Im US-Bereich wird es eine Strecke geben, und zwar die San Bernardino Line, Los Angeles nach San Bernardino. Also da wird es dann eine Strecke geben für die US-amerikanischen Freunde. Für alle anderen, die sich vielleicht nur mit dem deutschen Sektor befassen, ist das natürlich hier der Bereich hier ganz wichtig. Und zwar einmal Frankfurt-Fulda, die Kinzig-Talbahn, 103 Kilometer lang von Frankfurt bis nach Fulda. Zusätzlich wird es dazu geben, den Flixtrain, also ganz offiziell, braucht man dann nicht mehr zu lackieren. Beziehungsweise kein Repaint mehr zu machen. Also den wird es ganz offiziell geben. BR193 Vectron, den sind wir ja schon gewohnt hinlänglich. Den gab es ja schon. Den gibt es ja schon länger. Diesmal dann in der Flixtrain-Lackierung. Finde ich ganz passend. Schön wäre es dann, wenn es da auch noch irgendwann die Strecke Berlin gäbe. Das ist ein anderes Thema. So. Es wird ein. Oder es ist neu, dass es ein Free Starter Pack gibt. Und zwar ein neuer Weg für jedermann in TSW einzusteigen, die bis dahin vielleicht nur ja, vom Hörensagen immer mal wieder von dem Spiel gehört haben, aber vielleicht selber das Spiel auch gar nicht besitzen. Denen sei gesagt, spart euch TSW 4. Wenn ihr jetzt einsteigen wollt, wartet bis zum 17. September. Dann könnt ihr hier sogar für eine begrenzte Zeit auch TSW 5 umsonst spielen, gratis spielen, diese Free Starter Pack, also diese Free Edition oder wie auch immer man das nennt. Zukünftige Routen, Ankündigungen bzw. Releases auch, zum Beispiel die MBTA Commuter, Boston Framingham, Worcester Line, dann gibt es die für die amerikanischen Freunde die Great Western Express Remaster, die Pfälzische Ludwigsbahn von Mannheim nach Kaiserslautern, also wieder eine neue Strecke, die dort angekündigt wird. Mannheim-Kaiserslautern klingt, glaube ich, auch für alle deutschen Freunde, also für alle, die sich mehr so mit den deutschen Strecken befassen, glaube ich, eine ganz wichtige und sehr schöne Nachricht, dass diese Strecke auch zukünftig geplant ist. Dann gibt es noch die Cardiff City Network TSW First Welsh Route, also das ist die zum ersten Mal diese Welsh Route, sagt mir jetzt so im Moment auch nichts. Dann Niederlande, Zwolle, kenne ich sogar nach Groningen. Die erste niederländische Strecke im TSW, die gab es ja so überhaupt noch nicht. Das ist vielleicht auch ganz interessant, bei den Nachbarn zu fahren praktisch. Dann haben wir noch ein Update für die Tadami Line vom Union Workshop. Die erste japanische Strecke im TSW, auch ganz interessant. Dann Airbus Planes are coming to Chain Sim World 5. Also das klingt mehr so nach Flugzeug.
Also Airbus-Flugzeuge kommen zum Trent Symbol 5, was immer das auch zu bedeuten hat. Lass uns da einfach mal überraschen, würde ich sagen. Dann gibt es Trent Symbol VR New York, our first venture into VR on the Harlem Line. Also es wird ja wahrscheinlich eine neue S-Bahn geben oder sowas, so eine Straßenbahn oder so in die Harlem Line. Dann wird es geben Trent Symbol Tycoon, eine neue Free-to-Pay-Title coming to Roblox this year. Also Roblox anscheinend. Das ist doch mehr so ein Teenie-Spiel oder so ein Kinderspiel. Ich weiß das nicht genau. Ich habe das immer mal wieder gesehen bei TikTok oder so. Aber so genau sagt mir das jetzt auch nichts. Roblox, das, naja, was immer uns da erwarten wird. Ich denke mal, abwarten und Tee trinken. Und City Transport Simulator Tram. Da wird es dann noch weitere Details für das neue 0.3 Update geben. So, das ist hier so die neue Roadmap. Das sind die Sachen, die in den nächsten 0 bis 3 Monaten erscheinen. Aber die West Coast Mainline, Frankfurt, Fulda, San Bernardino, FlixTrain, Vectron, Avanti West Coast, Pendolino und MBTA Commuter. Ach mein Gott, es ist so schwer. Hier sind die Daten allerdings noch nicht bekannt. Further down the tracks. Das wird alles, soll auch noch erscheinen. Wann allerdings, das ist noch Zukunftsmusik. Wie ihr seht, hier steht noch kein genaues Datum dabei, beziehungsweise auch kein Zeitraum dabei, sondern das ist noch mehr oder weniger unbekannt. Darunter zählt zum Beispiel die Pfälzische Ludwigsbahn, Mannheim-Kaiserslautern, dann die niederländische Strecke dabei, die Tadami-Line, die New Route und so weiter und so fort. Das sind alles noch so, wie gesagt, dann gibt es hier noch verschiedene Patches. Einmal die PC-Editor Improvements. Dann die Köln-Aachen Timetable Update. Da wurde ja auch schon oft in der Vergangenheit nachgefragt von der Community aus, wann es da wohl Neuigkeiten zu gibt, wann endlich die Strecke Köln-Aachen abgedatet wird, beziehungsweise auch der Fahrplan auf dieses Jahr abgedatet wird. Wahrscheinlich, vielleicht wird es auch erst mit dem nächsten Jahr, mit Beginn des nächsten Jahres veröffentlicht, dass es dann auch 2025 abgedatet wird, das wissen wir alles noch nicht. Wie gesagt, das ist alles noch Zukunftsmusik. Das ist alles nur bisher in Planung. So, gehen wir mal ein bisschen tiefer hier. So, Frankfurt-Fulda. Da seht ihr hier vielleicht so ein bisschen größer, kann es leider nicht machen. Doch, ein bisschen größer. Da ist zum Beispiel unter anderem der ICE 3T zu sehen, der ja zusammen mit der Strecke Frankfurt-Fulda erscheinen soll. Und genau, da ist auch dann die BR 100, ist das 12 oder 143, ich kann es nicht genau erkennen, ich meine aber wohl. Und so weiter, also ihr seht hier die ganzen Add-ons. Das ist zum Beispiel, genau, das ist die Standard-Edition, da bekommt ihr aber die West Coast Mainline, Frankfurt-Fulda, zusammen mit dem ICE, San Bernardino und die, ja, das war's. Ja, und das hier zum Beispiel, exklusiv. Decal Pack. Dann gibt es die Deluxe Edition. Da gibt es dann den FlixTrain dabei mit der BR 193 Vectron, die Avanti West Coast BR Class 390 Pendolino und die Deluxe Route Canyon Pass. Dann gibt es noch die Special Edition. Dafür bekommt ihr 5 Tage vorher, also 5 Tage Early Access, wenn ihr die Special Edition jetzt vorbestellt. Und zwar könnt ihr das Ganze dann schon ab dem 12.09. spielen, also 12.09.2024. Allerdings kostet die Special Edition 119,99 €. Das sollte ich vielleicht dabei sagen. Nicht, dass ihr euch jetzt da fröhlich vorbestellt und dann euch wundert, warum das so teuer ist. Deswegen sage ich das mal lieber mit dabei. Da bekommt ihr einmal 2 exklusive Decal Packs. Ihr bekommt die Bakerloo Line, ihr bekommt die New York Trenton, ihr bekommt London Overground Surf Regatta Line und Kassel-Würzburg kompatibel ist damit kompatibel. Also die sind alle damit kompatibel. Ja, Launching September 17, Pre-Order und Loyalty Discounts und so weiter. Und hier, die sind die Plattform, für das das alles erscheinen wird. Einmal Steam ist klar. Dann haben wir hier Xbox One, Xbox 5 oder Xbox One, Xbox Series ist das, glaube ich. Boah, ist das klein. Dann gibt es das für PS4, PS5 und so weiter. Und Epic Store, glaube ich, steht hier oben noch. Boah, ist echt klein.
Und deswegen, also, ja, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Schließen wir das Ganze mal. So, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht zu lesen. So, das war. Heute Abend ist der TSW 5 Roadmap Livestream, oder beziehungsweise heute überhaupt schon, 22.8. Ihr seht das hier. Am 29. August wird es die West Coast Mainline Preview geben. Am 5. September wird es die San Bernardino Line Preview geben. Und am 11. September wird es für die deutschen Freunde die Frankfurt-Fulda Preview geben. Also das sind dann alles so Vorschauen bzw. Previews halt, wie die Strecke ist. Da kann man vielleicht schon mal ein bisschen reingucken, ein bisschen, ja, ein bisschen schauen, wie die Strecke sich so darstellt und so weiter. Und am 17. September 2024 ist, wie gesagt, der Release Day Let's Play. Also da ist, wird das ganze Spiel dann auch veröffentlicht, TSW 5 an sich. Und ja, Livestream Schedule Small, also das sind dann halt diese Livestreams. Hier ist einmal der TSP 5 Roadmap Livestream, also der komplette Roadmap, wahrscheinlich auch mit dem zweiten Teil. Hier, wie gesagt, dann der Livestream für die West Coast Mainline. Am 5. September 2024 die San Bernardino Line Preview, also der Livestream dafür, und am 11. September der Frankfurt Fulda Preview Livestream. Wunderbar. So, dann haben wir das auch geklärt. Dann gibt es natürlich noch den Dovetail Direct Summer 2024. Der war ja, glaube ich, schon. Der ist schon gelaufen. Das Video schauen wir uns jetzt mal lieber nicht an. Wie gesagt, rechtemäßig und so weiter. Der ist Train SimWorld 5 available September 17. Das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile auch durchgedrungen. Hier nochmal ein kleines YouTube-Video von Dovetail. Das lassen wir alles sein. Ich weiß nicht, wegen Rechte und wenn ich das jetzt abspiele. So, gucken wir uns lieber mal die Routen und Logs an, so weiter. Dann haben wir hier einmal die West Coast Mainline, London, Euston, Milton Keynes. Da seht ihr dann, diese Fahrzeuge werden dazu mitgeliefert. Ist einmal London, 50 Meilen, 80 Kilometer Streckenlänge, 28 Zugstationen, das ist schon echt eine Menge, ihr seht das hier. Dann haben wir einmal die BR Class 350-1, Southern BR Class 377-2, die DB Cargo BR Class 86 und FKA Waggons, also das ist auch irgendwas von DB dabei auf der Strecke, das ist ja schon mal sehr gut, hat man bis dato auch noch nicht, dass eine deutsche Lok auf englischen Strecken fährt, und die London und Underground 1972 MK2 Stock. So, die führt zum London Eastern über South High Speed, Hemspeed, über Hedge End und so weiter, bis runter nach Milton Keynes, 28 Stationen, aber nur 50 Meilen. Das ist für so viel Stationen schon relativ wenig Strecke, also wenig Streckenlänge. 80 Kilometer geht eigentlich noch. Da die deutsche Strecke Frankfurt-Fulda ein bisschen mehr. Kommen wir gleich zu. So, dann geht es hier, dann seht ihr hier noch ein paar die Fahrzeuge. Wie gesagt, das ist die 377-2, das ist die 300. 80, wenn mich nicht alles täuscht, oder 350, ich kann es nicht genau erkennen. Genau. Das ist alles noch, wie gesagt, Work in Progress, aber das soll alles zum 17. September fertig sein. So, hier seht ihr nochmal ein schönes Bild von der 350-109. Schöne, schicke Lok oder Triebwagen, vielmehr Lok ist das ja nicht, Triebwagen. Dann seht ihr hier die DB Class 366, die habe ich euch ja gerade hier, ich starte hier gerade. Die DB Cargo BR Class 66, das ist diese hier. Also die ist hier dann auch wählbar oder fahrbar. Da kann man zum Beispiel Schleppdienste machen und so weiter und so fort. Im Güterzugdienst wird die wahrscheinlich auch eingesetzt. Aber schön, dass man dann ein DB-Zeichen in England hat. Das ist doch auch mal was Feines. So, das ist noch mal ein kleines ja, Foto von der Class 350 vom Führerstand. Aber das kennt man ja mittlerweile auch schon. Die sehen ja fast alle gleich aus, die Führerstände für den Triebwagen in England. Hier ist die, ich kann mal eben selber schauen. Ja, 390, ne.
steht jetzt auch nicht dabei. Das ist nochmal die 350, Class 350. Hier auch nochmal von der Seite zu sehen. So, das ist die Avanti West Coast, auch nochmal London. Ihr seht das hier, wenn man jetzt da drauf klickt, Eastern 1. Avanti West Coast BR Class 390 Pendolino. Das ist zum Beispiel das hier. 9 und 11 Wagen sind mit diesem Triebzug, also gibt es wahrscheinlich in zwei Versionen, einmal mit 9 Wagen und einmal mit 11 Wagen. Genau. So, so viel dazu. Das ist hier auch nochmal das Fahrzeug 390, also Class 390. Ihr seht hier auch nochmal ein Teilstück von dem, also ein Teilstück von einer Teil der Strecke, das Fahrzeug. Ja, das ist hier auch nochmal ein bisschen vom Führerstand zu sehen. Da gibt es auch schöne Regenszenarien anscheinend. Wunderbar. So, dann sind wir in England, ach, in Amerika angekommen. Und zwar San Bernardino Line Los Angeles San Bernardino. Das ist diese Strecke, die ist 57 Meilen lang, 92 Kilometer, 16 Stationen. Metrolink MP36PH-3C, Metrolink F125, Rotem Cars in Cap Car, Bombardier Cars in zwei verschiedenen Lackierungen. Ihr seht das hier. Die geht dann los in Los Angeles Union Station über. Boah, ist das klein. Über Autoclub Speedway. Boah, sorry, Leute, das ist echt klein. Und dann schließlich in San Bernardino Depot oder in San Bernardino Downtown. Genau. Dann haben wir auch noch ein Stück von der Strecke. Vom Bahnhof sieht das fast so aus, wenn man das jetzt mal so sieht. Genau. Ja, hier ein Teil von dem Führerstand des Triebzugs. Sieht auch sehr schick aus, finde ich. Auch so in dem Licht, in dem die Sonne so langsam untergeht oder aufgeht. Ich weiß jetzt nicht, wann das aufgenommen wurde. Aber es sieht schon echt schick aus. Auch vom Display her, vom Führerstand her, wirklich doch sieht sehr schick aus. Hier habt ihr noch mal ein bisschen was von vorne. Auch wie man hier so zwischen den Straßen fährt. Scheint ja mehr so U-Bahn oder sowas zu sein oder S-Bahn, würde ich jetzt mal tippen. Oder es ist einfach so die Streckenführung, die hier an der Straße vorbeiführt. Wirklich sehr schön. Ja, hier scheint so eine Art, ja, ein Bahnhof zu sein, würde ich mal sagen. Hier geht es die Treppe hoch, Fahrstuhl. Und hier ist dann halt der Bahnhof, wo die Züge abfahren. Sieht auch sehr schick aus, wenn das so bleibt. Hier auch nochmal bei wunderschönem Licht. Die 899, also wirklich sieht nach Metrolink aus. Wenn ihr so die Waggons seht, das sieht schon sehr nach Metrolink aus. Und den kennen wir ja eigentlich. Den Zug, der kommt mir sehr bekannt vor. Das sieht fast so aus wie New York Trenton, beziehungsweise dieses Szenario zum Beispiel mit dem Film, wo man da dieses ihr Filmdreh praktisch mitgemacht habt. Ihr erinnert euch wahrscheinlich. Ja, das ist der Zug. Metrolink, ja. Auf jeden Fall kommt mir die Lok sehr bekannt vor. Hier Great Western Express. So, dann kommen wir jetzt zur Strecke, auf die meisten warten und auf das Fahrzeug, auf das die meisten warten. Und zwar einmal Frankfurt. Frankfurt-Fulda-Kinzigtalbahn, 103 Kilometer lang, 24 Haltestationen. Dazu wird es geben die DB BR411 ICET, die DB BR193 Vectron in Flixtrain Version. Ihr seht das hier. Dazu wird es noch die DB BR423 geben, also der S-Bahn-Triebzug. Dann die DB BR146.2, also hier für die RE-Leistung. Genau. Dann wird es geben noch die
DBBR 114, die gibt es ja bisher auch noch nicht. Wir haben ja nur von dieser Familie, sage ich mal, die 143 und die 112. Und jetzt wird es dazu noch die 114 geben, dann haben wir die auch komplett. Und natürlich die Dostos inklusive Steuerwagen. Ihr seht das hier. Dazu wird es dann noch an Rollmaterial bzw. an Waggons geben, die Keys, die Güterwaggons SGG MRSS und die Hubbins Freight Waggons, also die ganz normalen Güterzugwaggons. Und zwar wird diese Strecke dann führen von Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Frankfurt Main Süd, Offenbach Main Ost, Mülheim am Main, Mülheim, Dietesheim, Steinheim und so weiter. Wolfgang Rönbach, wenn ich richtig lese. Dann haben wir hier noch. Ich kann das nicht lesen. Steinau, Schlüchtern, ja, und dann schließlich die Endstation Fulda, aber das werden wahrscheinlich dann Städte sein, die man auch mit, also man wird nicht alle Städte zum Beispiel mit dem ICE fahren. Ich denke mal, mit dem ICE wird man nur die größeren Städte anfahren, wie zum Beispiel Frankfurt, Mülheim vielleicht sogar oder hier so die größeren Städte. Dass man vielleicht so mit dem ICE kann man natürlich auch komplett durchfahren, die ganze Strecke. Da fährt man einmal 103 Kilometer einen Weg. Aber das ist ja mit dem ICE jetzt auch nicht mehr so tragisch. Das sind wir ja gewohnt von der Strecke Kassel-Würzburg. Da sind es ja knapp 200 Kilometer. Von daher dürfte das jetzt auch nicht allzu viel sein oder allzu lang sein. Und so mit dem RE, dann fährt man hier so die Strecken ab. Jeder einzelne, das wird natürlich umso länger dauern. Oder halt mit der BR423 oder der DBBR114. Die wird wahrscheinlich dann die Güterzugleistung übernehmen, gehe ich mal stark von aus. Ja, mit Flixtrain kann man das natürlich auch komplett abfahren, wie man halt will. Also stehen einem hier 1, 2, 3, 4, 5 Fahrzeuge zur Verfügung, mit denen man die Strecke hier befahren kann. Und natürlich kann man, also offiziell, im offiziellen Fahrplan natürlich, spawnen kann man ja auf dieser Strecke jeden Zug, das wisst ihr ja mittlerweile. Also man kann praktisch auf dieser Strecke auch mit dem IC1 fahren, mit der 218, mit der 101, mit dem IC-Steuerwagen. Das macht vielleicht auch noch irgendwo den Reiz aus, finde ich. Ich glaube, das ist auch richtig geil, wenn man da mit dem IC herfährt. Steuerwagen voraus, ich glaube, das ist richtig nice. Also spawnen kann man ja jeden Zug auf dieser Strecke, das ist ja mittlerweile kein Problem mehr. Also das wird, glaube ich, richtig nice. Das sind nur die offiziellen Fahrzeuge, die man im offiziellen Fahrplan auswählen kann. Also wenn ihr den Fahrplan auswählt, die Strecke auswählt und dann seht ihr ja die Fahrzeuge, die dazu fahren sind und dann sind das halt die fünf Fahrzeuge, die man da ganz offiziell fahren kann. So offiziell auf jeden Fall zumindest. So viel zu der neuen deutschen Strecke. Ihr seht hier noch ein Bild von dem neu erscheinenden Fahrzeugstil ICET, wie der sich hier so schön in die Kurve neigt. Das ist ja gerade der das Ja, das, wie soll ich jetzt sagen, wie nennt man das jetzt? Gerade das Schöne an dem Fahrzeug oder an dem ICE, dass der sich so schön in die Kurve neigen kann. Das kann ja nur der ICET, die anderen können das ja nicht. Und der wurde ja extra speziell dafür gebaut, dass der sich auch so schön in die Kurve legen kann. Ihr seht das hier schön. Und da gibt es ja einige Strecken bei Train SimWorld, wo das, glaube ich, richtig schön aussieht, wo das richtig schöne Fotomotive geben wird. Im Fotomodus, im Screenshot-Modus, das wird richtig, richtig schön. Ich stelle mir das jetzt schon vor, das wären richtig schöne Bilder. Also das wird mit Sicherheit richtig nice, diesen Zug zu fahren. Da habe ich auch schon von mehreren gehört, dass sie sich da sehr, sehr drauf freuen. Auch von einem sehr bekannten oder von mir sehr engen Abonnenten, der freut sich da wirklich sehr drauf. Also das wird mit Sicherheit ein Highlight werden für alle die auf deutsche Züge und auf deutsche Strecken stehen und vor allem speziell auf den IC3T. Also da könnt ihr euch drauf freuen. So, hier nochmal ein Bild von der Station oder dem Halt oder dem Bahnhof Frankfurt am Main, Hauptbahnhof. Typisch oder speziell markant dieses Gebäude. Ich glaube, das ist sehr bekannt. Dahinter im Hintergrund sind noch ein paar Hochhäuser, dafür ist Frankfurt ja bekannt. Ne? Frankfurt Bankenviertel, ihr wisst Bescheid. Da werden sehr viele Hochhäuser zu sehen sein, gerade am Hauptbahnhof. Das wird, glaube ich, richtig schön. Das wird auch ein schönes Fotomotiv werden, könnte ich mir vorstellen. Also das auf jeden Fall sehr, sehr bekannt, dieses Gebäude hier, sage ich mal, Frankfurt am Main. Das ist ja auch wirklich so. Das steht wirklich so da dran. Ich war selber in Frankfurt, also kann das nur bestätigen.
Hier seht ihr dann die, zum Beispiel die Vectron. Die kann auch im Güterzugdienst auf der Strecke eingesetzt werden. Wie ihr seht, also das, die ist ja auch, wie gesagt, eigentlich, also die erst erschienene 193 Vectron ist ja auch für den Güterzug, Dienst veröffentlicht worden damals. Und jetzt wird die ja unter anderem für Flixtrain-Leistungen übernommen, veröffentlicht und so weiter. Und die kann natürlich auch hier für Güterzugleistungen auf der Strecke eingesetzt werden. So, dann haben wir hier den RE-Dienst. Sowohl als ob, einmal mit Dossus voraus und einmal mit der BR-146.2 voraus. Das ist ja eigentlich im Prinzip nichts Neues. Ich hoffe nur, dass die 146 diesmal vom Sound her doch um einiges realistischer klingt. Das gab es ja in der Vergangenheit immer mal wieder Beschwerden von der Community, dass die vom Sound her überhaupt nichts geworden ist. Das kann ich leider nur bestätigen. Das war leider überhaupt nichts. Also von daher hoffe ich, dass sich das Ganze mal geändert hat. Hier auch noch mal ein kleiner Blick aus dem Führerstand von einer. Ja, ich würde fast sagen, das ist ein ICE, wenn nicht. Oder eine 146. Das ist eine 146, wenn man das hier so sieht. Das ist eine 146. Würde ich jetzt mal so an dem Rahmen hier erraten. Das ist auf jeden Fall der ICET, der durchaus hier vorfahrtsberechtigt ist. Wegen Prio, Fernzug und so weiter, ihr wisst Bescheid. Und die 146 hat hier erkennbar rot. Und hier seht ihr im Hintergrund, was ich gerade meinte, die Skyline von Frankfurt, die ganzen Hochhäuser, Bankenviertel und so weiter. Das sieht richtig beeindruckend aus. Und wenn man dann das Wetter so ein bisschen diesig stellt, ein bisschen neblig trüb, und dann seht ihr, wie das hier aussieht. Das sieht einfach nur geil aus. Jetzt schon auf diesem Bild. Und ihr stellt euch das mal vor, ihr stellt euch das selber ein, macht ein schönes Foto im Fotomodus. Das sieht einfach geil aus. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Also, das wird richtig schöne. Bilder kann ich mir gut vorstellen. Ja, dann haben wir weiteres hier nochmal den ICE3T bzw. ICET BR411 in Action. Also wirklich traumhaft, traumhaft. Das wird einfach saugeil. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Wirklich, ich glaube, da freuen sich auch wirklich die meisten drauf, den zu fahren. So, hier die angesprochene 114, die wird dann auch halt im RE-Dienst eingesetzt, also nicht wie ich annahm im Güterzugdienst, sondern im RE-Dienst, da wird die Vectron im Güterzugdienst eingesetzt, unter anderem auch natürlich im Flixtrain-Dienst und da wird die 114 unter anderem neben der BR-146 auch im RE-Dienst eingesetzt. Also finde ich schön, dann haben wir die 112, die 143 und dann die 114, dann haben wir die auch soweit zusammen. Also zumindest von der Familie, die sehen ja alle so aus irgendwie. Nur die 143 hat irgendwie ein kleines Detail anders. Die 112 und die 114, ich weiß gar nicht, ob die sich großartig unterscheiden. Kann ich euch jetzt gar nicht sagen im Moment, aber ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da mehr Ahnung habt. So viel dazu. So, hier der angesprochene Flixtrain. Additional Intercity Services to Frankfurt Fulda. Also man kann mit dem Flixtrain auch auf der Strecke fahren. New Talbot Coaches in Flixtrain Green Livery. Ja, das glaube, da freuen sich die meisten auch drauf. Flixtrain is a new operator for DTG. Frankfurt Fulda Kinzigtalbahn. Modern European Locomotive. Also die wurde wahrscheinlich nochmal aufgewertet, upgedatet. Auch vom Sound her wahrscheinlich oder von den Funktionen her so und so weiter. Also das wird mit Sicherheit auch schön, so Flixtrain-Dienste zu fahren. Also mit Sicherheit wird das richtig schön. Also sind einige Sachen, schöne Sachen dabei, die da auf uns zukommen. Ihr seht hier den Zug nochmal auf Strecke. Während da ein RE entgegenkommt. Also wirklich wunder, wunderschön. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier die Vectrons in die drei Lackierungen. Einmal die Standardlackierung, so wie es die ja jetzt schon gibt. Dann hier dieses Verkehrsrot und natürlich in Flixtrain. Das sind die drei Lackierungen, die dabei sind, die mitgeliefert werden zusammen mit der BR-193 Vectron. Ihr seht die sie auch nochmal aus dieser Perspektive. Also wirklich wunderschön. Ach, hier kann man. Genau, das sind die ganzen Lackierungen. Wirklich sehr schön, auch sehr schön gemacht. Das mache übrigens nicht ich, das ist selber so von DTG. Ja, das sind die verschiedenen Lackierungen. Genau vom Trainingscenter, ihr seht das hier.
Hier. Ah. Das ist jetzt aber ein bisschen schnell. Das ist einmal Flixtrain, das. Moment, boah. Flixtrain, Führerstand, DB-Führerstand und Flixtrain, DB-Railpool. Ah! Im Flixtrain hatte zum Beispiel hier oben das Display nicht. Seht ihr das? DB auch nicht, nur Railpool. Die anderen beiden Versionen haben hier diesen Display nicht. Nur die Railpool hat das Display. Der andere hat nur hier so. DB hat hier so ein Ding und Flixtrain hat gar nichts. Dafür steht hier aber noch was, das ist dann bei der Railpool wieder nicht. Also es werden da verschiedene Führerstandsversionen geben wahrscheinlich. Also in der Original Railpool gibt es diesen Display, in den anderen Versionen nicht. Ah, okay, das ist dann halt das Neue. Alles klar. So, hier nochmal der Flixtrain in oder auf Strecke. Sieht wirklich sehr schön aus. Sehr, sehr schön. Ist auch sehr gut gelungen, finde ich. Von der Farbgebung her kommt dem Original und dem Vorbild wirklich sehr, sehr nah. Kann man nicht anders sagen. So, hier seht ihr auch nochmal der Livestream. Frankfurt Fulda in Flixtrain Vectron on our Livestream Preview. 11. September 2024. Da könnt ihr euch in dem Livestream das halt nochmal genauer ansehen und genauer euch erklären lassen und so weiter in dem Livestream am 11. September 2024. So, dann get on board with Train Sim World 5 for free. Upgrade up your game to the latest version or beginne ganz neue Reise mit dem Free Starter Pack. Was ist inklusive? Aber das Training Center, Livery Designer, Free Roam, Formation Designer und Szenario Planer. Yours to keep claim by Oktober 17. Also ihr könnt das Ganze für einen begrenzten Zeitraum gratis spielen. Und wenn der Zeitraum abgelaufen ist, entscheidet ihr, ob ihr euch das kauft oder halt nicht. Das ist dann natürlich euch überlassen. Genau. So, da kommt wahrscheinlich gleich auch noch irgendwo die Preise. Hier zum Beispiel. Genau, das ganze Freestarter-Pack wird 30 Tage nach Veröffentlichung verfügbar sein. Also sprich, nach dem 17. September wird das Ganze für 30 Tage verfügbar sein. Danach wird das Ganze enden, es sei denn, ihr kauft das in der Zwischenzeit, dann habt ihr es natürlich. Also wie gesagt, ab dem 17. September nach Veröffentlichung des Games ist das ganze Freestarter-Pack für 30 Tage verfügbar. Danach wird es dann verschwinden. Beziehungsweise nicht mehr verfügbar sein, es sei denn, ihr kauft es. So, das vielleicht nochmal ganz wichtig für alle die dieses Spiel vielleicht nur testen wollen, die vielleicht auch zum ersten Mal mit TSW in Berührung kommen. Vielleicht ganz wichtig, sich da mal zurechtzufinden und das Ganze mal auszuprobieren. Das ist vielleicht auch mal eine ganz schöne Sache. So, das sind jetzt die verschiedenen ja, Dinge, die da rauskommen. Also, die ganze zukünftigen Roadmap Editions, einmal die MBTA Community, Communita Framingham Worcester Line, die Great Western Express Remaster, die Pfälzische Ludwigsbahn Mannheim-Kaiserslautern, die Cardiff City New York Network, einmal die West Coast Mainline Preston Carlisle und einmal die niederländische Strecke Spoljen Zwolle. Take a Ticket. Ja, das sind wie gesagt die zukünftigen Roadmaps und Veröffentlichungen, Releases, die es dann so noch geben soll. So, das ist einmal hier die MBTA Commuter Boston, einmal ein Fahrzeug davon. Eins der Releases bzw. Add-ons, die irgendwann später mal erscheinen sollen, wo es ja jetzt noch kein Datum für gibt. Und hier ein Waggon. Der dazu gehört hier die Great Western Re Express Remastered. Die gibt es ja eigentlich schon, die Great Western Express. Jetzt wird das Ganze nochmal remastered, verbessert und so weiter. Und das wird dann auch irgendwann veröffentlicht. Dann haben wir hier das gehört auch nochmal zu Great Western Express hier. Genau, West Somerset. Hier haben wir die Bryant Mainline,
Genau. Hier haben wir dann die Strecke Vettische Ludwigsbahn Mannheim Kaiserslautern. Einmal von der 111 Operated Regional Express, also eine RE-Leistung mit der BR111, bis zu den 425er Rhein-Neckar S-Bahn. Also dann wird es zum Beispiel Zugdienste geben mit der BR111 im RE-Dienst und S-Bahn-Dienste mit der BR425 auf der Rhein-Neckar-Bahn. So, das ist hier mal die Strecke von der Vettischen Ludwigsbahn Mannheim-Kaiserslautern. Geht in Mannheim los über Ludwigshafen, Rhein-Mitte, Hauptbahnhof Mundesheim. Dann haben wir hier unten noch Schifferstadt. Hier auf der anderen Seite haben wir dann Neustadt, Neustadt, Weinstraße, Hauptbahnhof Lambrecht, Neidenfels, Weidenthal, Frankenstein in der Pfalz, Hochspeyer und schließlich Kaiserslautern Hauptbahnhof. 17 Stationen. Wie viele Kilometer das jetzt sind, steht hier, glaube ich, jetzt nicht dabei. Oder habe ich das überlesen? Nee, steht nicht dabei. Weil das sind halt die Stationen, die es dann gilt abzufahren. 17 Stück an der Zahl. So, dann sind wir bei der West Coast Mainline Preston Carlisle from Just Trains. Also Just Trains ist der Drittentwickler, der das Ganze hier mitentwickelt. Ja, das sind dann halt hier so die Fahrzeuge und die Umgebung. Hier auch nochmal. Das ist. Genau. Das ist zum Beispiel West Coast Mainline. Ihr seht das hier, West Coast Mainline steht ja auch hier. Zum Beispiel hier Bilder davon und hier Bilder davon, da auch nochmal. So, hier ist die Cardiff City Network Strecke. 19 Stationen, geht in Corydon los und endet in Dense Court. Praktisch, ihr seht das hier, da fährt dann einmal hier so. Fährt dann 6. So, das ist. Ja, das sind so Stationen, ein bisschen kreuz und quer irgendwie, aber okay. 19 Stationen an der Zahl. Steht da irgendwie eine Kilometerzahl dabei? Ich sehe es gerade nicht. Nee. Aber wahrscheinlich ist das eh noch nicht fix, weil das ja, wie gesagt, auch noch nicht mal, noch nicht wirklich angekündigt ist, wann das jetzt genau erscheinen wird. So, dann haben wir hier Spoyen Zwolle Groningen. Hello to Holland. Zwolle Groningen, ich weiß nicht, das sagt euch wahrscheinlich was. Ich war auf jeden Fall schon mal in beiden Städten. Und ja, da wird es natürlich Züge in den typischen Farben von Niederlande geben. Niederlande Spoorwings Iconic ICM3 Kublopper and SNG Sprinter New Generation Immus. In Yellow und Blue Fashion natürlich. Das wird dann eines der Fahrzeuge sein. Typisch, glaube ich, von der Form her kann man das schon gut erkennen, dass das ein Fahrzeug aus Holland ist. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass das hier gelb und blau lackiert ist. Also typisch in den holländischen Farben, die Züge ja nun mal da alle haben. Also größtenteils. Und hier auch ein Bild aus, also ein Stück holländische Strecke, eine schöne Brücke hier über den Fluss und eine wunderschöne Aussicht, wie ich finde. Also wirklich. Da kann man wirklich neidisch werden. Das sieht wirklich richtig schön aus. Also verspricht auf jeden Fall eine schöne Landschaft zu sein. Hier auch nochmal ein Teil einer Strecke oder Teil der Strecke. Hier auch wunderschöne Aussicht. Hier so ein kleiner Kilometer Stein oder was das sein soll. So ein kleiner, ja, ihr wisst, was ich meine. Hier nochmal mit der Brücke aus einer anderen Perspektive. Hier hinten die Brücke, über die man dann fährt und. Da kann man auch wieder wunderschöne Bilder machen im Fotomodus. Ach, das sieht doch wieder geil aus. Da kann man ja auch mit deutschen Zügen fahren. Und es gibt ja zum Beispiel in dem Steuerwagen oder in der BR101
kann man ja, ihr wisst ja, ich habe euch das ja mal gezeigt in einem Video, kann man ja die Netze umstellen und da war ja auch Holland dabei. Zufall? Fragezeichen. Jedenfalls ist da Holland dabei und dann heißt man kann ja auch wunderschön mit dem IC Steuerwagen bzw. BR101 langfahren auf dieser Brücke und dann wunderschöne Fotos machen. Also das wird richtig, richtig, richtig schön. Kann ich mir gut, gut vorstellen. So, dann, ja, das wird wahrscheinlich ganz neu sein. Für alle die, die den Flugzeugen näher stehen als den Zügen oder auch nahe stehen, wird das natürlich Bombe sein. Airbus 321 oder Airbus A321, meine Güte, und der Airbus A350 wird es erstmals möglich sein zu fliegen. Das ist natürlich was ganz was Neues. Ja, glaube, das wird richtig schön. So, was haben wir noch? Hier noch ein paar Bewegtbilder. Before, after. So, das haben wir hier noch. Train Sim World New York. Train Sim World Tycoon. Das sind da mehr so Spielereien oder ich weiß nicht genau, was das zu sagen hat. Hier noch ein kleines Erinnerung an City Transport Simulator Tram. Da wird es ja dann auch ein neues Update geben und so weiter und so fort. Der Roadmap Livestream wird es geben am 22. sprich heute. Ja, und das war's erstmal mit dieser Roadmap Part 1. Ich weiß nicht, ob es jetzt den zweiten Teil noch gibt oder irgendwo. Das wäre jetzt natürlich noch der Knaller, weil das da gerade. Ja, hier ist schon der zweite Teil. Dann gehen wir den doch auch gleich durch, oder? Wenn der zweite Teil schon da ist, machen wir das doch auch direkt. Train Sim World 5 Core Features. Da haben wir einmal den Conductor Mode, Live Map 2.0, Route Hopping, Fast Travel, Photo Mode Enhancements, Track Shadow Rendering, Digital Display Screens, Tutorials, Guides und Training Center. Additional Changes, Xbox Audio Improvements, Achievements in TSW 5, New Layer Selector und die japanische Lokalisation coming soon. Third Party Partners, Welcoming Athena Simulations to TSW, also neuer Entwickler ist eingestiegen, Rivet Games Update und Five Circle Line. Skyhook Games, Leaven Mount, Rail Link Livery und New Cargo Line Volumes. Update from Alan Thompson Simulation. So, hier sind wieder die, ihr kennt das ja, das haben wir ja vorhin schon durchgegangen, die unbekannten Releases und die Releases in den nächsten 0 bis 3 Monaten. Genau, das haben wir eigentlich auch schon durchgeguckt, ne? Standard Edition und so weiter. Ja, hier seht ihr mal so ein paar Eindrücke vom Fahrgastbetrieb und so weiter. Also mit Koffer und so weiter, Taschen dabei. Das sieht schon richtig real aus. Also richtig schick. Ihr seht das hier, wie die Taschen, die kann man dann als Kontrolleur oder als Zugbegleiter, wenn die im Weg stehen, hier unter die Sitzbänke schieben und so. Das finde ich richtig süß. Ich habe auch gelesen, dass man da als Zugbegleiter tätig werden kann als Fahrkarten- und Kontrolleur und so weiter und so fort. Das wird richtig schick. Hier kann man Züge bewegen oder wie sehe ich das? Current Status Moving 8 mph. AI Service Name, bla bla. Ach so, wenn man da draufklickt, dann zeigt er an, was das für ein Zug ist, wie schnell er fährt, wohin er fährt und so weiter. Current Status Moving, der bewegt sich, ja klar. Also wenn man auf die Züge, wenn man die Karte anklickt und dann auf die Züge drauf geht, dann zeigt er an, was der Zug gerade macht, ob der fährt, wie schnell er fährt, wohin er fährt und was das für ein Zug ist und so weiter. Das finde ich ja richtig nice. Das ist auch geil. So, dann gehen wir mal weiter. Das sind die neuen Map Legends, also Red, Green. Ach, das sind die neuen, ja okay, das kennen wir ja eigentlich schon. Die verschiedenen Signalfarben, Rot, Grün, Gelb. Crossing, also das heißt wahrscheinlich Zug, dass ein Zug unser Gleis, unser farbig kreuzt. Speed Limit. Achso, hier Pump, das wird wahrscheinlich Sprit oder sowas in der Art sein. City Town, Station, Plattform, Tutorial und so weiter. Spawn, Location, Objektiv, Train und so weiter. Ihr seht das hier. Das sind dann die neuen Symbole, die uns dabei helfen sollen,
Und den Zug anzuhalten, richtig anzuhalten und vom roten Signal und so weiter, auch nicht schlecht. So, dann haben wir wieder ein kleines Bewegtbild. Owned Current Station. Was haben wir denn? Ach, man kann sich spawnen sozusagen. Man kann sich ganz offiziell spawnen zu einer bestimmten Stelle. Das haben wir den Nino Line LA Union Station. Und da wollen wir hin und dann wird man dahin gespawnt. Man wird hier genommen und dann kommt man dahin. Auch geil. Die Spawn-Funktion, die offizielle, braucht man nicht mehr den Gottmodus. Geil. Also wirklich sehr, sehr schöne Sachen dabei. Fast Travel. Hier auch. Auch wieder Spawn. Man wird dann auch an einer anderen Stelle gespawnt, hier auf dem Gleis zum Beispiel oder auf der anderen Seite zum Beispiel. Wenn man jetzt hier über die Gleise will, dann braucht man nicht mehr hier überall rumlaufen, Unterführung und so weiter, dann kann man sich einfach auf die andere Seite spawnen. Auch geil. Richtig nice. Change Wetter, ja gut, das kennen wir ja eigentlich schon, ne? Aber hier gibt es wahrscheinlich noch mehr einzustellen. Snow Level, Cloud Level, Wellness. Ach geil. Ach, da werden richtig schöne Funktionen auf uns zukommen. Advanced Time, hier kann man zum Beispiel die Zeit verändern, wann der Zug irgendwo ankommen soll. AM 10. Ah, August Week 2. Custom Weather Presets. Da kann man das Wetter verändern. Ach geil, da werden richtig schöne Features auf uns zukommen. Sepia-Filter für Fotos. Naja, gut. Weiß ich nicht, aber okay, da wird es mit Sicherheit auch Leute geben, die das mögen. Ich gehöre da jetzt nicht so zu. Ich weiß ich nicht, ob ich da was mit anfangen kann, aber okay. Track Shadow Rendering Draw Distance. Achso, After Before. Seht ihr da einen Unterschied? Ich irgendwie nicht. Aber okay. Vielleicht sehe ich es auch einfach nur nicht. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da eine Idee habt. Ja. Also es wird auf jeden Fall für alle Strecken, für diese Strecken hier verfügbar sein. Und zwar für die Strecke, deutsche Strecke oder österreichische Strecke Salzburg-Rosenheim. Dieses Österreich-Deutsch ist das ja mehr. Dann für die deutsche Strecke Nahverkehr Dresden, für die österreichische Strecke S-Bahn Vorarlberg, Kassel-Würzburg, Main-Talbahn, linke Rheinstrecke, Bremen-Oldenburg, Niedertalbahn, Semmeringbahn, Lyrik Commuter, Antelope Valley Line, Canyon Pass, Boston Sprinter East Coast Main Line, London Overground, Surf Freight Line, Southeastern High Speed, Glossop Line und die LGW Mediterranee. Für die wird das hier verfügbar sein für die Strecken. Digital Display Screens. Ach geil, da hat man nicht mehr diesen Tacho, sondern alles in digital. Das ist ja auch geil. Ja, also es wird alles realistischer. Das wird richtig geil. So, hier haben wir die Train Operations. Da stand gerade Basic. Basic, Creative Tools und so weiter. Ist auch wieder irgendwas veränderbar. Also es ist sehr viel veränderbar in diesem Spiel, sehr viele Features dabei, wie ich sehe. Hier auch BR 146.2 und Dostos im Training Center. Geil. Obwohl, es ist hier jetzt auch im Prinzip nichts Neues. Additional Changes. Xbox Audio Improvements. Also es wird für die Xbox wahrscheinlich eine neue Audio-Funktion sein oder verbessert. Für alle Xbox-Konsolen steht ja hier auch: With the release of Train Simulator 5, all Xbox consoles will now support improved audio compression to increase the quality of sound effects across all content to address sound artifacting, which were negatively impacting on the platform. Also, es wird für alle Xbox-Konsolen der Sound verbessert. So verstehe ich das. How Have Achievements changed in Train Sim World 5. Also ich will das jetzt nicht alles durchlesen, da versteht sowieso kaum einer. Genau, das sind hier nochmal ein paar Bilder von Zügen, beziehungsweise von einer Class. Das sind nochmal ein paar deutsche Waggons, würde ich mal sagen. Athena 3. Ja.
T01. Ach so, die Waggons gehören hier zu diesem zu dieser Lok dazu. Okay. Was ist das? Rivet Games Update on 5 Circle 11 Branch. Um Gottes Willen. Ja. Jeder, der sich auf dieser Strecke auskennt, kann ja dazu was schreiben oder weiß ja, wie, was wo da gemeint ist. Ich leider nicht. Skyhook Games, Scott Rail Class 158, Leavenworth Rail Link Livery. Das sieht doch schick aus, oder? Diese Lackierung. Das sieht richtig nice aus. So, dann haben wir hier auch nochmal das von vorne. Richtig schick. Ja, das ist hier ein Update from Alan Thompson Simulation. Auch schick hier so mit der Sonne und so. Richtig nice. Hier nochmal die Erinnerung an den Roadmap-Livestream. Der beginnt heute 18 Uhr deutsche Zeit, beziehungsweise 19 Uhr britische Zeit. Ihr seht das hier. The stream will begin on from 18 UTC 19 Uhr BST on your YouTube and Twitch Channels. Also jeder, der an diesem Livestream interessiert ist, heute 18 Uhr bzw. 19 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit. So, das sind hier nochmal die ganzen Editionen, die es zu kaufen gibt. Einmal die Standard-Edition, Deluxe und Special. Wobei die Special schon im Early Access ist für 119,99 €. Dafür könnt ihr die ganze die Edition aber 5 Tage vor offiziellen Release spielen, das sprich am 12. September 2024. Ja. So, können wir noch mal kurz schauen, ob ich irgendwo die Preise finde. Irgendwo die Preise finde. Ne, das ist Expert. Können wir ganz kurz schauen, ob ich die Preise finde für die einzelnen Editionen. Diese Edition Transport 5 Standard-Edition 44,99 € plus Train Sim World 5. Ja, die Train Sim World 5 Deluxe-Edition 74,99 € und die Special Edition, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, 119,99 €. Genau. Nur mal so, damit ihr dann die Preise auch wisst. Also, wie gesagt, die Standard-Edition 44,99 €, die Deluxe-Edition 74,99 € und die Chain Sim World 5 Special Edition Pre-Orders of Early Access Edition 119,99 €. Das sind die offiziellen Preise für Chain Sim World 5. Dann wisst ihr jetzt auch da Bescheid, falls ihr plant, eine Edition euch da zu kaufen. Ihr seht es hier auch hier vorbestellen, die Special Edition 119,99 €. Also das müsst ihr wirklich selber wissen. Das ist schon echt ein happiger Preis. Da kann ich euch nur recht geben. Also das sehe ich auch so absolut vollkommen ein. Das ist wirklich happig. Also 120 € für ein Spiel, alter Schwede. Aber wir können an den Preisen auch nichts machen. Auch wir aber das Ambassadors nicht. Ja. Es ist wirklich happig. Also, das müsst ihr selber wissen, ob ihr das macht oder ob ihr da wirklich bis zum offiziellen Release wartet und euch dann die Deluxe Edition für 74,99 € besorgt oder die ganz normale Standard Edition. Ich meine, in der Standard Edition ist ja auch die Strecke Frankfurt-Fulda dabei. Da ist der Triebzug bzw. der ICE BR411T dabei. Ob euch das dann reicht. Also das müsst ihr dann wirklich selber entscheiden. Also ich finde 120 € für so ein Spiel schon echt arschteuer. Das sage ich ganz ehrlich so. Es ist eine Schweinerei, ganz ehrlich. Also es ist wirklich, man hat nicht, die 120 € hat nicht jeder so einfach über mal so für so ein Spiel hier auszugeben. Und das ist schon echt puh. Auf der anderen Seite, da steckt natürlich auch sehr viel Arbeit dahinter. Das muss man auch sehen. Aber 120 € ist trotzdem viel. Es ist einfach viel. So,
Da braucht man nicht drum herum reden. Es ist einfach so. Also wie gesagt, da müsst ihr wirklich schauen, ob ihr euch das wirklich antun wollt oder ob ihr bis zum offiziellen Release wartet und euch dann hier die Standard-Edition für 45 Euro holt und dann trotzdem hier das hier fahren könnt und das hier fahren könnt. Das ist, glaube ich, auch dabei, wenn ihr mich nicht alles täuscht. Also wie gesagt, dann müsst ihr selber entscheiden. So, ich würde sagen, das war's dann soweit von mir mit der gesamten Roadmap. Part 1, Part 2 haben wir doch mal, habe ich glaube ich im richtigen Timing gemacht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf das neue Spiel, auf den neuen Teil Train Sim World. Das war's erstmal von mir. Ich wünsche euch auch eine wunderschöne Restwoche. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Euer Danny Spieters und entschuldigt bitte, wenn es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen holprig war, ein bisschen mich da auch verhaspelt habe und vielleicht nicht alles so hundertprozentig erklärt habe. Ich bin immer noch ein bisschen neu in dem Ganzen und ja, deswegen verzeiht mir bitte. Ich hoffe, ich konnte euch das Wichtigste näher bringen und ja, wenn dies so war, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Wäre schön, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao, Servus und Tschüss.